Ach, hier ist noch offen. Okay, ich speichere hier nochmal zur Sicherheit. Was bringt es einem, das Tor aufzumachen? Und ja, ihr merkt wahrscheinlich gerade, dass ich wieder viel zu wenig rede und viel zu viel nachdenke, aber. Irgendwie ist das auch nötig. Ah, okay. Das bringt mir nichts. Nein. Gut, ich glaube, jetzt habe ich es. Das ist wirklich eine ziemlich timige Sache. Ich hab's rausgeschafft, nur das Problem ist, ich hätte noch da was auf die Platte werfen müssen. Nee. Okay. Nächster Versuch. Das ist jetzt gerade wirklich Trial and Error, was ich gerade hier mache. Versuchen, das Richtige zu schaffen. Ich hab's fast geschafft gehabt. Okay. Ich warte den nächsten Tick ab erstmal. Der müsste ja gleich kommen. Da habe ich hier zwei Wurfwaffen bereit. Machen wir das am besten so. Ja, Mist. Achso, nee, das ist egal. Das war nicht so klug. Oh, doch. Ich habe es geschafft, was hier zu öffnen. Sehr schön. Und ich habe meine ganzen Wurfdinger wieder. Gut. Toll, es ist nur die Frage, wie kriege ich die Falltür hier zu?
Das ging schief, aber ich glaube auch nicht, dass die Druckplatte dazu macht. Ups. Aber ich glaube, ich habe da noch einen anderen Zugang gerade gesehen. Also ich habe mich gerade verguckt. Laden. Ja, ich bin gerade irgendwie etwas auf Adrenalin. Ich mache mir gerade mein klitzekleines Erfolgserlebnis zunichte. Falscher Weg. Ja, das sieht gut, sogar gut aus. Genau, da ist offen. Danke. Den muss ich leider da liegen lassen. Aber die da nicht. Gut. Ich habe gerade den... die erste Ebene des Greater Staircases geschafft. Oh, hi. Wenn das nicht meine lieben Freunde sind. Ja. Ah, vorsichtig sein hier. Die da kann ich töten. Irgendwas ist gerade auf uns zugegangen. Oh, hi. Okay, ich glaube, ich muss mich jetzt zurückziehen.
und mal rasten. Ja, ich sollte erstmal, bevor ich mich um irgendwelche Rätsel kümmere, gucke, dass ich die Bienennester loswerde, dass die nicht mehr so schnell respawnen können, die Viecher. Sie sind zwar nicht stark, aber sie sind nervig und es können viele werden. Und wenn ich in einem schlechten Gang stehe, dann habe ich ein Problem. Weil hier kann ich die Nester auf jeden Fall zerstören und ich denke mal, dass ich das auch muss, um Ruhe zu haben. Ich konnte auch die Schraktornester in den Minen zerstören, aber zum Beispiel die Beehives in dem Tempelgebiet, in der antiken Ausgrabungsstätte, die waren hinter Gitter, die konnte ich nicht zerstören. Die Viecher sind da immer respawned, wie sie Lust hatten. Auf welcher Ebene bin ich eigentlich gerade? 8. Das heißt, ich muss 9, ich muss 8. Das heißt, ich muss 7, 6, 5, 4, 3 und dann 2 und 1 hoch. Hm. Ich hätte speichern sollen, also speichere ich hier. So, nächster weg. Okay. Okay, langsam werden es viele. Ups. Okay. Okay, da habe ich mich jetzt gerade selbst in die Sackgasse platziert.